Ja, Louis, das ist nämlich schon mal Paartherapeut, Beziehungscoach, Psychotherapeut, diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute haben wir das schöne Thema, ja, meine toxische Beziehungshandlung an meinem Arbeitsplatz. Wie gehe ich damit um? Hallo Christian, als stille, momentan exzessive Konsumentin deiner YouTube-Videos habe ich mal eine Frage, zu der ich leider noch keine Antwort gefunden habe. Kurz vorweg, jahrelang habe ich mich gefragt, warum ich immer an die gleichen Männer gerate und schlimmer noch, warum ich mich immer so absolut unterirdisch behandeln lasse und keine persönlichen Grenzen setze. Zwei Therapeutinnen wollten mich immer dazu bewegen, mein Verhalten zu ändern, aber nie habe ich die Antwort gefunden. Und ich bin der Meinung, dass man keine Symptome wegschneiden kann, wenn man die Ursache nicht kennt. Mit Hilfe deiner vielen Videos habe ich endlich die Antwort gefunden und werde mich mit Ende 40 motiviert an die Arbeit machen, um aus diesem hochpathologischen Kreislauf herauszufinden. Danke dafür. Ich habe mich bereits heute auf der Support-Mail-Adresse nach dem Vorgehen bei den Kursen erkundigt. Also kann man ganz leicht buchen, einfach auf liebeschiff.de gehen. Fängt man bei 0 oder bei 1 an, Modul, oder holt sich erstmal diesen Artikel, da kann man sich auch ein bisschen einsortieren, wo ihr gerade steht mit eurem Liebeschiff-Barometer und dann geht's los. So, und kann es kaum erwarten zu starten. Also nochmal, ich erfülle alle, wirklich alle Kriterien, die eine hochtoxische Beziehung erfordern. Wirklich alle, und meine Geschichte würde genug Stoff für einen spannenden, kitschigen, traurigen Roman hergeben. Ja, das sagen ganz viele von sich. Es ist auch so, nur es ist halt leider immer der gleiche Roman, ne? Es gibt natürlich tausend, ja, Varianten wie es jetzt ganz genau passiert ist, aber der Ablauf ist leider, das ist das Frustrierende an der Beziehung, dass der Ablauf leider immer gleich ist. Und das Beste daran, ich mache gerade den ersten Schritt für das Happy End. Ich bin also co-abhängig, liebessüchtig, beziehungssüchtig, durch und durch. Bin durch Lovebombing, Future-Faking und offen dann noch Teil eines Dreiecks gewesen. Also Jackpot-Zuschauerin, ja, genau. Ich habe in den letzten Jahren schon viel über mich gelernt und glaube, dass ich diesen Mann, diese kranke Beziehung für all meine Antworten gebraucht habe. Ja, das ist ja, was ich immer wieder sage, man sollte nicht so traurig sein über solche Beziehungen. Die bringen einen zum Aufwachen, ne? So ist es. Auch wenn das der Preis hoch ist, ja. So, und ich habe sie endlich erhalten. Der Preis dafür ist hoch, genau. Jetzt möchte ich gerne den hundertprozentigen No-Contact-Zustand herstellen. Aber dieser Mann arbeitet leider im gleichen Unternehmen, in einer ganz anderen Abteilung. Also schon mal gut. Dennoch begegne ich ihn in unregelmäßigen Abständen eher zufällig. Ich falle dann fast in Ohnmacht. Ja, das ist ja erstmal alles normal, ne? Wenn man so Liebesjunkie ist. Ich kann und möchte den Betrieb nicht wechseln, da ich eine Führungsposition habe, die ich unglaublich gerne ausübe, und ich bin dankbar, dass ich diesen Beruf habe, der mir so viel Spaß bereitet. Ja, es wollte ich, ja, alles in Ordnung. Trotzdem wollte ich nur sagen, ist nicht so, dass es nicht geht. Du kannst wechseln, und diese Idee, es ist keine anderen guten Jobs gibt es auch meiner Ansicht nach Mangel denken. Klar, es ist jetzt momentan ein bisschen schwieriger. Aber du könntest durchaus, das ist immer so, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Natürlich kannst du willst nicht. Und das ist total in Ordnung. Willst du halt nicht, ne? Was mich schon oft vor schlimmeren Krisen bewahrt hat. Jetzt brauche ich einen Tipp, eine Stütze, eine SOS-Tablette. Das gibt's leider nicht wirklich. Irgendwas, damit ich nach einer zufälligen Begegnung, bei dem dieser Mensch immer wieder die Angelrute auswirft, ja, es ist halt ein Negativcoach, Arschengel, ich nicht immer wieder kippe. Oder hilft nur ein Blindennot und ein Tuch, dass ich mir die Augen binde, um diese Situation zu überstehen. Also Blindennot und Augenbinde wäre tatsächlich mal eine neue, großartige Möglichkeit. Ich will und ich kann nicht mehr. Hast du einen Rat auf die 100% No-Contact-Frage? Herzliche Grüße, Radicula. Ja. Es ist, also No-Contact ist einfach, ist die Goldregel. Es heißt aber auch nicht sehen, und also das ist definitiv mit Abstand das Leichteste letztlich. Was du machst, haben auch schon, ja,
Studenten von mir durchgezogen, am gleichen Arbeitsplatz, auch mit Erfolg. Also es geht schon, es ist halt, wie auch immer man das jetzt nennt, Grey Rock, sagt man manchmal so. Also es ist so ein bisschen, dass du einfach keinerlei privaten Kontakt mehr zulässt, also auch, dass du ihn behandelst wie einen Fremden. Das ist also, dass du ihn emotionslos grüßt, ganz kurz, weitergehst, kein einziges Wort mit ihm wechselst und vor allen Dingen ihn nicht fütterst mit Emotionen. Das heißt, dass du, was auch immer er macht, dass du null Emotionen zeigst, weil das, da sich diese Art von Minuspolen an Emotionen nähren von dir, ne? An dir rumsaugen, an deinen Emotionen, gibt es da halt keine. Das heißt, du bist wie ein Stein, du bist komplett ohne Emotionen. Auch wenn da drin die Post abgeht. Es ist nicht leicht, das ist der einzige Weg, weil wenn du wieder diskutierst und wieder Gespräche führst und wieder dich noch auf ein letztes Gespräch einlässt und noch einen letzten Kaffee, dann kannst du es vergessen, da rutscht immer wieder rein. Aber es kann sein, also ich zu meinen schlimmsten Zeiten hätte das nicht durchgehalten. Also es kann sein, wenn man wirklich einen richtigen, jemand richtig einen Wortakrobaten hat und man selber voll im Junkie-Modus ist, dass es einfach nicht geht. Dass es nicht geht und dann muss man halt gucken, was man dann macht. So. Aber möglich ist es definitiv und haben, wie gesagt, ist auch schon erfolgreich umgesetzt worden. Es geht. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.